Oh, Timmy! So, willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu Mario Kart 8 Online. Ich habe hier diesmal zwei Gäste, die mir wieder so ein bisschen hoffentlich Glück bringen. Sagt mal Hi und stellt euch vor, für alle, die euch noch nicht kennen. Wobei, Scarlett war ja im letzten Part schon dabei. Ich nerv euch schon wieder. Jetzt Kirby-Cake. So süß. Ja, die olle Cupcake, Kirby-Cake, Schieß-mich-tot-Cake und schaut mal, wer da ist. Ja, also den feiere ich jetzt schon so. Ja. Und ich würde sagen, wir fahren mal zufällig. Ja. Ich hätte die Kästung genommen. Felix sagt, das war nicht fair. Ja, da gab es mal noch so einen Felix. Den kenne ich von früher auf YouTube. Der hat da mal so ein bisschen... Ja, der ist wegen Trolling aus TGN geflogen. Wegen Trolling aus in dem... Naja. Und hat dann auch immer Mimimi gemacht. Und Timmys Wahl hat gewonnen. Den feiere ich eh. Ja, wir fahren übrigens global, deswegen sind hier auch Amis dabei. Naruto aus den USA, aus Kalifornien. Jetzt wisst ihr alle, wo Konohagakure liegt, Leute. So. Ihr müsst dann Gott, Baby Rosalina! Baby Rosalina neben mir! Tötet es, bevor es Eier legt! Was? Warum? Es ist doch nur ein Baby! Ach, das ist Naruto, der damit Baby Rosalina fährt. Boah. Aha, Hinata und Naruto haben was bekommen. Und es ist ach ja, stimmt. Spoiler! Ups. Spoiler, das schneide ich mal raus für alle, die es vielleicht sehen. Oh, das ist Timmy, der fährt auch mit Bowser. Gute Wahl. Timmy! Yay! Alter, beim Turnier habe ich total verkackt. Oh, die hätte ich halten sollen. Oh, wieso haben die mich nicht getroffen? Weil du gut bist. Wisst ihr, was ich ja lustig finde? Beim Turnier habe ich total verkackt. Wo ich mit meinen Abos neulich gefahren bin. Aber hier... Au! Wow! Da bin ich auf einmal wieder so gut. Pass bloß auf, Finlay, wenn ich mitfahre... Das ist jetzt aber dann, nicht... Denn, ja. Ja, dann... Du zählst nicht, Jenny. So, den nehme ich mal als Schild. Das war jetzt aber nicht Finlay, der Wrestler. Der jahrelang auch in Deutschland gelebt hat. Ich glaube nicht, nein. Nee, das bezweifle ich mal ganz stark. Der wird nicht Wii U fahren. Also. Wer weiß? Okay, stimmt. Ich meine, wenn sogar der Sony-Chef eine Wii U hat, angeblich. Er hat halt Hurensohn. Französin! Das. Ich werde dich kriegen. Ah, nee, das ist falscher Akzent. Ja, das war total falsch. Ja, oh, guck mal. Und schon habe ich ihn wieder zurückerobert. Ah nein, irgendwie denke ich, das war der Vorführeffekt. Beim Turnier, oder aber meine Abonnenten sind einfach zu gut. Besonders hier der Manuel und der Leon, die sind ja immer vorn weggefahren. Wahrscheinlich also, wird es daran liegen, der Skill-Level deiner Abonnenten ist einfach so hoch, weil sie dich jahrelang gesehen haben und einfach wissen, was du kannst. Nee. You too slow. Was aber auch mitzählen könnte. Also ich will es jetzt nicht darauf schieben, aber ich muss natürlich auch kommentieren und bin dadurch ein bisschen manchmal abgelenkt. Aber ich sag mal, wenn man die Strecken in- und auswendig kennt, da kann man den Leuten dabei einen Keks an die Backe labern und das geht. Und wenn es nur um Ablenkung geht. Sieg! Ach Menno, wenn es nur um Ablenkung geht, hätte ich ihn irgendwie ablenken können. Vielleicht. Mädels. Ja. Also wenn noch weiter so geht, dann seid ihr hier öfter dabei. Und meine Katzen schieben wieder Randale dahinter. Irgendwo hinterm Sofa. Naja, solange sie sich nicht wieder auf dich setzen und festkrallen. Aha. Ja. Alter, ich bin so gut, dass es wehtut. Nein. Au. Das war jetzt bestimmt so Zufallstreffer und das war auch eine Strecke, die ich recht gut drauf habe. Ich wette, das war Glück. So, Rennen Nummer 2 in dieser Session. Jetzt muss nur instrumental passen. Los, Instrumentalpiste, bitte. Paula. Ich mach Zufall. Ja. Ich würde jetzt so lachen. Was wird gewinnen? Also, ich werde das Gefühl nicht los, dass es jetzt auf der nächsten Strecke kalt werden könnte. So ein bisschen. Ja, ich hatte nicht unrecht. Ja. Ach nee, das letzte war ja eine DK-Piste, glaube ich. Jetzt ist eine Wario-Piste. Oder bin ich doof?
Oh, der Felix kommt jetzt auch aus Niedersachsen. Jetzt kommt Marius Abfahr und das andere, das war keine DK-Piste, das war... Oh, irgend so ein Wasserpark. Ich will es jetzt ja auch nicht mehr wie die ganze Welt. Mann, ich bin zu doof, ich fahr zu selten Mario Kart. Wir brauchen ja ein Gesprächsthema. Also, Stichwort Mario Kart, ich wäre ja immer noch dafür. Scarlett, da du ja mehr oder weniger in der Nähe wohnst, du kannst gerne mal hierher kommen und wir spielen mal im Splitscreen zusammen online. Alter, du willst doch nur nicht, dass du Letzter wirst, damit ich Letzte werde. Nö, da muss ich nur die Theresa weg mitfahren lassen. Oh, sorry. Hi, Theresa, wenn du das siehst. Mann, bist du wieder nett. Oh, Timmy! Nee, ich bin ehrlich, ich bin nicht gut im Mario Kart. Ey, so schlecht hast du dich nicht geschlagen. Ey, ich war... Das Beste war, glaube ich, Sechste. Nein, du warst doch mal Vierter. Wow. War das im Online-Modus oder ja, wo? Online-Modus. Und du bist kontinental gefahren. Du hattest zu 90%. Ich hab's in deiner Truppe. Global. Ja, global, verdammt. Och, Gen und Kirby und ich, wir haben die Japsen auch schon getrollt. Die Japaner. Ach. Sorry, wenn sich hier jemand durch den Ausdruck Japsen angegriffen fühlt. Die sind ich cool. Ich meine, wir Deutschen sind ja auch die Kartoffeln. Oder die Crowd. Ich habe absolut nichts gegen Japaner. Ich auch absolut nicht. Ich habe auch nichts gegen Japaner. Ich sag trotzdem Japsen. Ja. Ohne Japaner könnte ich meinem größten Hobby gar nicht nachgehen. Genau, es gäbe sonst gar keine guten Spiele. Oder wenige. Kingdom Hearts, The World Ends With You. Das ist nur Square Enix. Und sie haben Anime. Ich muss jetzt mal sagen, Anime. Square Enix haben ziemlich nachgelassen, finde ich. Oh, ja. Also ich weiß nicht, im Moment ist es so, als fick dich, du Penner! als schlachten sie ihre Franchises immer nur so aus, irgendwie. Ja. Und ich find's schade, dass sie, bei Final Fantasy sollten sie wieder mehr auf die Fans hören. Wobei ich ja einer der wenigen bin, die gegen ein Final Fantasy VII Remake sind. Oh scheiße, jetzt gibt's einen Shitstorm auf dem Kanal, ey. Ich bin ein toter Mann. Nein, naja. Ich hab's euch ja schon mal privat erzählt, wie ich zu dem Final Fantasy VII Remake stehe, ja, falls es kommen sollte. Ja. Weil ich finde, die Erwartungen, die wären einfach zu groß und richtig, es wären einfach nur alle von dem Spiel enttäuscht. Und je nachdem, wie lange es in Entwicklung wäre. Ich meine, es ist immer so bei Spielen, wo die Fans so richtig lange drauf warten und hohe Erwartungen haben, gerade bei denen werden sie dann enttäuscht. Jupp. Und gerade ein Spiel wie Final Fantasy VII, also außer der Grafik, finde ich da nichts, was verbessert werden müsste. Ich habe übrigens wieder gewonnen, ja. Mhm. Da finde ich nichts am Spiel, was noch verbessert werden muss. Ich kenne mich mit Final Fantasy nicht aus, aber ich bin ehrlich, ich glaube wirklich, dass die Erwartungen viel zu hoch wären. Ich meine, sehen wir uns mal die Erwartungen für Kingdom Hearts 3 an, von der Länge her, von den Welten her, was da alles erwartet wird, was da alles zusammengesucht wird. Ja, okay, da würde ich auch rausrasten, wenn sie Shibuya nach der Ankündigung in Dream Drop Distance nicht bringen. Ich bin ehrlich. Gesagt. Ja, eben, genau deswegen, ja. Sorry für den Slide-Spoiler. Ja, aber auf jeden Fall, das Spiel war damals einmal. Hi Naruto, das Spiel war einfach zu gut. Ja, hallo auch an den Rest. War einfach zu gut. Und es kann nicht wirklich besser als das Original. Ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren, aber naja. Naja, also wenn man den Fans Glauben schenken mag, dann kann vielleicht teilweise bei irgendwelchen Minigames noch die Steuerung verbessert werden. Wow. Ja, Gott. Das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Richtig, und warum dafür ein Remake? Das lohnt sich nicht. Na gut, weißt du, auf der anderen Seite ist es aber auch ein Schlag in die Fresse gewesen für die Fans, wo Square Enix gesagt hat, hier, wo sie angekündigt haben, hier, Final Fantasy VII für die PlayStation 4. Aber nur die neue Remastered-PC-Version. Oh, ich hätte da gerne mal das Gesicht von den ganzen Leuten gesehen. Ich weiß nicht. Die hatten da bestimmt das Fu-Gesicht oder so. Ja, also ich kann das verstehen, Rennen dass Nummer die Leute sauer sind. Ah, nee, Rennen Nummer 3. Mhm. Aber ich bin ehrlich, dann sollen sie einfach einen guten Grafik-Patch raufhauen und dann hat sich das. Auch das können Fans auch teilweise selber. Richtig. Aber ich glaube, das größte Fu-Gesicht hatten sie doch eh bei Final Fantasy Type-Zero.
was ja jetzt nächstes Jahr rauskommt. Ich habe das zumindest ein bisschen mitverfolgt. Da gab es ja einen vollkommen fertiggestellten Fanpage für die PSP. Ja. Den man sich auf die legale Version installieren konnte. Und das ist dann nur schiefgegangen, weil die Entwickler sich nicht mit Square Enix einigen wollten. Und dann kurz nachdem dann doch irgendwie so indirekt eine Einigung zustande kam, ja, wir porten es jetzt auf die PS4. Und es gibt noch eine Final Fantasy 15 Demo. Ja, also an sich bin ich ja froh, dass es auch offiziell in den Westen kommt. Mhm. Aber ich finde es echt schade, da lassen die das Team erst so weit entwickeln, bis es fertig ist und gerade dann. Ne? Und nochmal wegen Final Fantasy 7. Das Spiel ist von der Grafik her zwar schlecht gealtert, das ist wirklich ziemlich eckiger Pixelbrei, ja. Aber also das Setting an sich und überhaupt das Materia-System und so. Ich hab's ziemlich gefeiert und wenn die da irgendwo anders noch dran rumfuchteln sollten, oder ich fahr persönlich da hin und fackel deren Gebäude ab. Also, das meine ich natürlich nicht. Also, damit will ich nur sagen, dass sie dann Haue verdient hätten. Ja, und was mich in letzter Zeit auch ziemlich aufregt, ist doch teilweise, dass Spiele, die gefordert werden, nicht in den Westen kommen. Oder wenn Spiele gefordert werden, dass sie zwar in den Westen kommen, aber ein bisschen abgespeckt oder dass sie noch ewig lange geportet werden. Okay, natürlich, die Zeit für einen guten Port will man ihnen ja gönnen. Aber weißt du, was mich besonders aufregt? Bei Kingdom Hearts ist es ja so, bei Kingdom Hearts 3, dass ja ein bestimmtes Spiel aus der Kingdom Hearts Reihe gar nicht erst nach Europa oder Amerika kommt. Du weißt, wovon ich rede, ne, Cupcake? Kingdom Hearts Key? Ja, das wird jetzt immer wichtiger. Man hat jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen erst revealed, ihr erinnert euch doch, diejenigen, die Kingdom Hearts unter euch gucken, an den... Aller guten Dinge sind drei! Nein, ihr erinnert euch doch sicher an den D23-Trailer, diese letzte Tech-Demo in Twilight Town. Da hatte Sora ja den Two-Shoot-Blaster, diese erste Schlüsselschwert-Transformation. Es wurde vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass die Schlüsselschwert-Transformation nicht vom Königsanhänger kam, auch nicht von Oathkeeper, was viele Fans gefreut hat, weil die nicht wollten, dass Oathkeeper eine Waffe wird. Also keine Schusswaffe. Oh, Regenbogenboulevard. Übrigens, letztes Rennen in dieser Session wollte ich nur mal angesagt haben. Ja, okay, dann muss ich schnell machen. Also, es kam jetzt raus, dass das die dritte Form des Standardschlüsselschwerts von Kingdom Hearts Chi ist. Und dass Chi mittlerweile auch durch die ganzen neuen Cutscenes in 2.5 immer wichtiger wird. Und man bringt es nicht nach Europa, nicht nach Amerika. Also, ich gehe mal davon aus, dass sie es irgendwann doch machen. Ja, irgendwann nach KH3 oder was? Und dann stehen dann die Leute in KH3 und denken sich, hä, was ist denn bitte schon das? Nein. Und ich meine, irgendwann wird das kommen. Glaubt mir, weil ich meine, schaut mal, die Final Mixes, die waren früher nie für außerhalb Japans bestimmt. Okay, irgendwie hatte sie sowieso jeder. Ja. Ob importiert oder aber. Aber. Na, mal sehen. Kann ich einmal alle Rennen in der Session gewinnen? Da würde ich mir hier einen von der Palme beschwör's legen. Beschwör's nicht. Gerade die Strecke, die kann ich nicht so. Nee, eben. Die ist toll. Ja, ich mag die Strecke. Ja, ich finde die genial. Ich finde das Setting geil. Und überhaupt. Ah, scheiße! Abkürzung nicht gekriegt. Diese Abkürzung hat mich jetzt irgendwie leicht an Kingdom Hearts BBS erinnert. Mario Kart für Arme. Oh ja. Boah, diese scheiß Bummelbahn gerade, ey. Die hat mir alles versaut. Ich war noch vorne mit dabei. Ja, und generell, was Square Enix angeht, die Fans sagen total viel, was sie von Square Enix wollen. Und Square Enix denkt da überhaupt nicht dran. Jetzt mal vom Final Fantasy VII Remake, jetzt mal weg. Es gibt ja auch viele Leute, die ganzen alten Franchises von SE wiederbelebt haben wollen. Oh, neues Secret of Mana. Ich erinnere mich nur an diese Teaser-Seite. Ich erinnere mich nur an diese Teaser-Seite und dann war es am Ende nur irgendein Port. Ah nee, das war Tui, wo sie eine Tui-Fortsetzung wollten. Ey, das hat mich so geärgert. Und dann ist es nur ein iOS-Port. Und dann drei Jahre später. Der Teil kommen, das muss einfach. Liebe Tui. Ah, Neko.
Ach, selbst wenn Neku nicht in der Hauptrolle ist, es gibt gute Fan-Adaptionen. SE brauchst du nur abkaufen. Ja. Und man hat ja... Jetzt weiß ich, niemand hinhören will. Oh, fuck you, Kiwi. Luigi. Man hat ja in der einen Szene jemanden gesehen mit Und danach kam nie wieder was. Danach kamen noch zwei irgendwelche random iOS-Games. Und selbst den Solo-Remix hat man erst nach 3 Jahren geportet, obwohl die Leute es gefordert und gewollt haben. Das ist auch der Grund, warum ich es bis jetzt noch nicht habe. Einzige Grund, warum ich es bis jetzt noch nicht habe. Hä? Was? Wer ist tot? Nee, aber jetzt mal, also ich fände hier so ein Spiel wie Secret of Mana. Das jetzt ein bisschen zeitgemäßer. Ich mag zwar den Grafikstil und das ist auch so ein Spiel, wo ich meine, das sollte unangetastet bleiben. Das Einzige, was mich da genervt hat, war die KI der Computer-Party-Mitglieder dann. Oh, kann ich auch nicht zu sagen. Die sind so oft an die Wand gelaufen. Ach, und dann dachte ich mir, wie der KI-Partner in Pokémon Kolosseum. Ich lauf dir vor der Nase, statt zur Seite zu gehen. Ja, ich weiß. Stimmt, die ganze Zeit immer so ein derb Gesicht im Ausdruck. Nee, die hat die ganze Zeit so ein Default-Face. Wenigstens nicht so ein Fish-Face wie in Kingdom Hearts. Wobei ich die Fish-Faces ja noch als Kunst betrachte. Okay. Das hat nicht sollen sein. Ja. Das letzte Rennen der Session endete leider nur mit Platz 3. Aber, boah, ich bin so zufrieden. Also, ich weiß nicht. Ich feier das. Yeah. Wir sind wohl ein bisschen öfter dabei. Wir bringen Glück. Ich find's so schade, dass Timmy raus ist. Ja. Nicht schön, weil Timmy raus ist, deswegen Timmy. Hab ich verloren. Oh, der arme Timmy. Aber wisst ihr was? Das Tolle ist, dass wir jetzt auch mal ein paar richtig gute Diskussionsthemen haben während Mario Kart. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass Scarlett Ariza und Kirby Cake da ziemlich Glück gebracht haben, ne? Ja, also ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal in einem Part so eine Strähne hatte. Ich meine, 3 Rennen in Folge gewonnen und das letzte zumindest 3. Ja, also ich bin recht zufrieden. Und wir hatten ja auch Diskussionsthemen. Ja, ich kann ja nicht immer sagen, oh, jetzt bin ich dem davon gefahren, jetzt hat der mich überholt, du Arsch und so. Es ist ja auf Dauer langweilig. Ein bisschen was über das Spiel sagen, aber zwischendurch mal über was anderes reden. Muss da auch mal sein. Aber wir werden in den nächsten Parts auch mehr über das Spiel an sich reden. Gut, falls ihr irgendwie... Schreibt doch einfach auch mal in die Kommentare, wie ihr das fandet, wenn wir zwischendurch auch mal so über Themen diskutieren und nicht so nur über das Spiel reden. Vergesst bitte nicht, das Video zu bewerten. Wer möchte, kann es auch gern favorisieren und teilen. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch im nächsten Part in alter Frische wieder. Haut rein, Leute. Tschüss, bis dann.